Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Heroes. Ich habe hier Missionen abgegeben und hier kriegen wir noch Nachrichten zugereicht oder so. Wollte nur kurz Danke sagen. Ich habe die Vorräte, die du für mich gesammelt hast, verwendet, um ein paar Änderungen am Prototyp des Monster-Medaillon-Behälters vorzunehmen. Wie gefällt dir die neue verbesserte Version? Es sollten jetzt viel mehr Medaillen hineinpassen als vorher. Mach dir also den zusätzlichen Platz zunutze. Bitte sehr. Ah, cool. Wir haben jetzt mehr Monsterplätze, um Freunde mitzunehmen während der Schlacht. Ja, gut. Da wir im letzten Part eine Trainingsseason hatten, während Fragen, kommen wir jetzt nach Sylvania, Freunde. Unverhofft kommt oft. Ich hoffe, wir kriegen nicht wieder solche Wurzeln, aber okay. Unsere Helden sind einem Schwerkämpfer namens Vincent begegnet und haben gemeinsam mit ihm die Monster bezogen, die Gestalt in Schwarz gerufen hatte. Zerkuk ist fürs Erste sicher. Auf nach Sylvania. Ja, sicher wollen wir uns der Herausforderung stellen. Immerhin sind wir dafür hier. Ich hoffe, ich bin einigermaßen gut im Level drin oder hätte ich nochmal 3 Level erhöhen müssen. Sieht man gleich. Das ist also das Dorf Sylvania. Ist sehr schön. Ach, könnte ich wandeln irgendwann auf Pferden. Ach, könnte ich wandeln irgendwann auf Pfaden grün wie hier mit Zarebna. Wir zwei nur. Das ist nicht der rechte Zeitpunkt für Tagträume. Auf den ersten Blick scheint das Dorf frei von feindlichen Kräften zu sein. Doch wenn mein Verdacht sich bestätigen sollte, werden jede Minute irgendwelche Bösewichte auftauchen und über uns herfallen, richtig? Na dann beeilen wir uns. Zu spät, Freunde, seht nur. Der Feind ist bereits im Anmarsch. Doch kampflos werden wir ihm das Dorf nicht überlassen, zu den Waffen. Das wird sicher spaßig. Lasst sie ruhig kommen. Ich könnte die den ganzen Tag lang vermöbeln. Sag nix. Vincent gefällt mir. Definitiv. Na los. Und vor allem, sie sind eh zu schwach. Och nö, das sind die stärkeren Hämmerlinge. Oh nö. Das wird eine harte Scheiße. Wisst ihr was? Hier, fresst. Seid ihr sicher? Nein, warum denn? Hammerkauz-Medaille. Das kritische Trefferfeinde. Was? Und dann verschwindet der. Oh, aber das sind ziemlich viele neue. Muss ich sagen. Was? Sabalot, Schlürf, fliegende Bösewichte. Chimären, Geduld, Freunde. Wir müssen darauf warten, dass sie tiefer fliegen. Denn erst dann können wir ihnen Schaden zufügen. Setzen sie zum Sinkflug an, spielen sie gewaltig Flammenkugeln. Seid auf der Hut. Nee, nicht euer Ernst. Nicht die. Ach ja, ich hatte im letzten Part noch was vergessen, euch zu zeigen. Wo sieht man das eigentlich? Ich glaube hier, oder? Unter den Systemspeicherverwaltungen Aufnahmegalerie. Ich habe ja ein Foto gemacht von einem der Namen. Hier, ich glaube, das war's. Hier war ich gerade Kyrill auf Level 13 da noch. Klitschko. Seht ihr den blauen ganz rechts? Ich. Und Glitschlinde, Schleimerich. Oh Mann. Ja, das war eine Sache, Mann. Als ich Klitschko gesehen habe, ich habe direkt den Kleinen gefeiert. Ich habe ihn beschützt mit meinem Leben. Weil er einfach Klitschko hieß. Nein, was ist denn das für eine Scheiße? Hallo? Du willst wohl Stress, ne? Na dann. Cool, wir können uns heilen, aber es bringt uns nicht gerade viel. Denn wir kommen hier nicht durch. Ey, wisst ihr was? Es geht doch gar nicht klar. Immerhin können wir die töten und sie sind slow, Bro. Du hast deine Chimäre-Medaille gefunden. Hält in lüftiger Höhe stolz die Stellung. Cool. Viel Spaß. Nice. Was ist hier drin? Aha. Alles sowas, was ich nicht gebrauchen kann.
Nein, kleiner Wicht. Du gehst mal liegen. Ich brauche jemanden, der ein bisschen beweglicher ist als meine gute Dame. Bist du ein wenig beweglicher? Oder hast vielleicht einen Move, der hier was bringen könnte? Nein, sieht mir nicht danach aus. Aber immerhin nützt Strom effektiv. So. Hier ebenfalls. Jetzt wird's sehr lustig. Ja, auf jeden Fall kriegen wir das sehr gut gedeichselt, allerdings. Ich wette, das ist noch nicht alles gewesen. Könnt dich schon fast retten, ey. Boah, wie der Blitzschlag funktioniert, ey. Das soll die letzte Welle sein. Was ist denn das? Soll mir das Angst machen, oder was? Ich hoffe nicht. Stufenaufstieg. Du hast Sprengsteinmedaille gefunden, rollt vorwärts und walzt alles auf seinen Weg nieder. Okay. Dann viel Spaß. Nein! Nein! Hier! Das hat ja gar nichts gebracht. Das nennst du niedermähen. Das war ja niedlich. Der Schaden. Was, Jagdroboter? Nicht schon wieder so ein Teil. Nicht schon wieder so ein Teil. Bitte sterb einfach. Geh liegen. Geh liegen. Ich wusste, dass es nicht, nicht leicht wird. So. Hier, viel Spaß mit Strom. Zum Glück ist es sehr effektiv, ey. Aller Pokémon. Gecountert und gewonnen. Sonst noch irgendwelche Fragen? Wollt ihr wirklich sterben? Ich liebe den Vincent. Das sieht mir aus wie Link, wie Trunks aus Dragon Ball und irgendwie noch wie Robin Hood, Mann. Der hat so eine Mixed-Scheiße an sich. Oder etwa nicht. Was sagt ihr dazu? Hab ich recht oder habe ich recht? Oder habe ich gar nicht recht? Das könnt ihr entscheiden. Inwiefern ich recht behalte. Tada! Erst gibt es hier niemanden, der eine Ausrufe für mich darstellt? Ich glaube nicht. Das sollte es gewesen sein, aber dafür, dass wir uns erst am Eingang des Dorfes befinden, war das eine ganz schöne große Monsterschar. Das lässt nichts Gutes an. Sorge ist mir recht, bete ich inniglich, dass Elsten und anderen Elben passiert ist nichts. Gebeten werden ihnen nichts nützen. Junge, wir müssen ihnen zu Hilfe eilen und schnellstmöglich die Monster vertreiben, die sich innerhalb des Dorfes befinden. Message sprich mit wahren Worten. Wir müssen Dorf mit maximaler Hast befreien. Und nicht mit maximaler Stärke? Meinst du, dass die... Denn ich glaube, das war nur der Anfang von diesem Ort, von Sylvania. Oder was sagt ihr, Freunde? Also auf jeden Fall Level Up wieder, passt auf jeden Fall. Können wir hier Talentpunkte zuweisen? Ja, können wir. Gibt es hier irgendwas, was wir gut brauchen könnten? Brauche ich nicht. Ich brauche ja was Nützliches für mich. Interessiert eigentlich gar nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da würde ich eher jetzt das hier machen, Freunde, damit wir mehr unsere Techniken einsetzen können. Oder nicht. Und vielleicht dann noch die Robustheit. Ach so, da brauche ich 6 für, okay. Dann machen wir es eben so.
Ja, die Ausdauer ist auch nicht schlecht, wenn wir die ein wenig erhöhen. Hier das genau dasselbe Spiel praktisch bis auf diese Scheiße, dass ich noch das Ausweichen hier einsetzen muss. Sehr nice. Hier können wir allerdings dasselbe in petto machen hier. Halali, halali. Und dann hier auch noch mal. Cool. Und du, Alena, gleich 10 Punkte. Okay. Dann steigern wir noch dein Geschick. Wäre vielleicht auch noch ganz so nützlich. Und dann sehen wir weiter. So. Ayla, du hast 4 von. Ja. Das wird nicht viel bringen, oder? Nein. Nicht wirklich. Deswegen können wir eigentlich gleich hier auf die Robustheit gehen. Und hier eigentlich genau dasselbe, Freunde. Höchstens noch ein bisschen auf MP. So. Mit ihm hier können wir das hier machen. Stärke hier einsetzen und das hier auch noch. Die Rüstung kommt später dran. Ja, den Blitzableiter, den möchte ich dann später erweitern, definitiv. Der ist ziemlich cool. Ah, ich kann nicht rennen. Schade, schade. Wie komme ich hier noch mal nach hinten? Ich glaube so. Ja, wenn es schon Truhen zu öffnen gibt, dann mache ich das doch auch. So. Qualitätssalz. Hier ist gar nichts drin. Oh, Kohle. Auch wenn es nur 29 Gold ist. Hier drin. Ah, nö, halt die Fresse. Hier. Dankeschön. Pferdemist, oh Mann. Ich werde mit Pferdemist irgendwie bestochen. Geht doch mal gar nicht klar. Wenigstens sowas. Yay! Aber jetzt geht's noch weiter. Ich wollte gerade sagen. So, Silvania. Bestens Belagerung. Unsere Helden sind im idyllischen Gelagen Elbendorf, Silvania, angekommen. Doch leider waren die Monster von ihnen vor ihnen da. Nun gilt es schnell hinaus zu eilen und sicherzustellen, dass den Elben nichts zustößt. Von mir aus. Ich hoffe, wir können das nur rechtzeitig schaffen. Hey, ich hoffe nicht wieder so eine scheiß Wurzel, die wir, wie gesagt, befreien müssen. Oder beschützen, besser gesagt. Das wäre ziemlich scheiße. Dieses Tor ist der Eingang zum eigentlichen Dorf. Die Häuser der Elben liegen alle auf der anderen Seite. Kommt, wir sollten hier eingehen und sehen, ob. Nicht so schnell, wir haben Gesellschaft und ich wette, dass denen nichts gelegener kommen würde, als dass wir ihnen das Tor zum Dorf aufmachen. Setzen wir unseren Weg wie geplant fort, führen wir sie direkt ins Herz der Elbensiedlung. Wir müssen unseren Vorstoß abbrechen. Damit ist unser weiteres Vorgehen klar. Wir müssen das Tor zum Dorf verteidigen und die Invasoren zurückdrängen. Oh, komm schon, Tor verteidigen ist genauso Banane. Seid ihr die Konzentration erhöhen? Ich bitte dich. Ja, bitte? Nein, das ist Leben. Und dann kommt ihr so mit Rocksdinger oder wie man die nennen mag. Meine Fresse. Wir müssen definitiv ein wenig Gas geben. Nein, ich lasse euch gar nicht erst an die Scheiße ran. Nein, nein, nein. Lass es gleich wieder stecken, kleiner Mann. Ja, warum nicht? Hey, Chris. Hier zu schützen bringt dir nichts. Ich sag's dir. So. Ich stelle hier mal den Guten auf. Frisst. Frisst diese Scheiße, ich sag's euch. Den Hämmerling stelle ich jetzt auch noch hier hin. So.
Und erledige euch alle im Chor. Ihr kommt nicht weit, ich sag's euch. Und wenn ich hier persönlich hier mal durch rapen muss. Oi. Du hast eine Fledersau-Medaille gefunden. Ja! Komm schon. Ja, die Konzentration wurde um einiges erhöht. Ja, Mann. Da feiere ich jetzt schon mit. Dankeschön. Schlundwerder ist im Arsch. So. Oh, wie viel Leben ich verloren habe. Das war nicht so cool. Dankeschön. Der Rock-Omp, oder wie man den aussprechen möchte. Yeah, den haben wir auch noch. Seid ihr des Wahnsinns? Viel Spaß! Was? So geht das also. Ich wollte gerade sagen, was hätte der denn sonst für einen Effekt gehabt? Hey, gehst du mal durch? Dankeschön. So, die Hämmerlinge kann man einfach mal hier abstellen. Mal gucken. Hey, grüne Dracos, die sind cool. So habe ich die jetzt noch nie gesehen. Also, jetzt gerade nicht, dass ich mich erinnern könnte, oder? An den Grim Dragon Quest spielen? Also, ich mag mich jetzt gar nicht an die erinnern. Ich wusste, dass es die schwarzen gibt. Aber ich muss sagen, dass ich die alle erst gespielt habe, nachdem ich Dragon Quest Monster Chokers kennengelernt habe, weil ich habe immer gedacht, Dragon Quest wäre was wie, Final Fantasy. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe das nie so gesehen. Aber seit ich Heroes gesehen habe, Halali. Oh nö, nö. Du hast deine Dracomagus-Medaille gefunden. Okay. Wir müssen eindeutig. Oh, wir haben. Oh, ich muss es einfach hier schnell durchrapen. Das ist keines. Da habe ich kein Problem mit. Da, danke, bitte sterb. Dankeschön. Einfach sterben, Freund. Dann kann ich schnell helfen gehen. Oh ja, nein. Es reicht mir. Du wirst eingefreezed. Und gegen dich soll ja Elektro wirken, also sterb. Mit Elektro-Moves. So. Wundervoll, wundervoll. Alle Gegenstände mitnehmen. Ich habe hier genügend Zeit. Weil die, das war die letzte Sache, die ich hier tun musste. Jetzt gibt's ordentlich mal Schaden für den Herr von und zu. Ja, Roboter. Ja, ein Levelaufstieg gibt's auch noch. Tja, wundervoll. Kaum Schaden an dem Tor. Und jetzt würde ich sagen, beenden wir diese Scheiße mit einem gewaltigen Donnerblitz. Oder Donner! Schwert, Flamme, wie auch immer. Och, du lebst immer noch. Na, warte, sterb. Dankeschön. Aber drei von euch hätte ich too much gefunden. Meiner Ansicht nach. So. Und was wollt ihr hier noch? Danke, sie treten die Flucht an. So muss es doch. Cool. Dann müssen wir unverzüglich die Siedlung betreten und sie von Monstern befreien. Rasch über die Brücke. Ja, keine Sorge, machen wir schon. Hat hier noch eine Truhe? Also, ich möchte die Truhen dann schon mitnehmen. Tja, Cutscene? Oder nicht? Nektar erhalten, okay. Cool. Puh, wir haben es geschafft. Auf jeden Fall. Puh, wie es aussieht,
haben wir sie davon abhalten können, in die Siedlung einzudringen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass Trupps sich an Ortszugangs verschafft haben. Der älteste seiner Untertanen und ihre Behausung könnten also in Gefahr schweben. Der Hauptteil der Siedlung liegt gleich hinter der Brücke dort. Dann lasst uns sofort hinstürmen und vergebt mir, Freunde. Ihr müsst erschöpft sein nach einem Kampf von solch Härte. Was? Nach einem Kampf von solcher Härte und Intensität. Lasst uns zum Wolkenbrecher zurückkehren und uns eine Atempause gönnen, bevor wir unseren Weg über die Brücke fortsetzen. Dafür brauchst du eine Pause, mein Freund? Dafür brauchst du eine Pause? Naja, muss ich nicht verstehen. Naja. Lassen wir das. Die 20 Minuten sind voll, Freunde. Deswegen werde ich hier mal genüsslich den Part beenden, Freunde. Aber zuerst noch, nachdem ich erst mit allen gesprochen habe. Hier seid ihr also, meine jungen Hauptmänner. Was haltet ihr davon, euch auf die Kommandoschlachten mit einer Trainingseinheit auf der Insel des Instrukteurs vorzubereiten? Insel des Instrukteurs, Euer Majestät? Ein heiliger Ort, den seit alters her Krieger aus der ganzen Welt aufsuchen, um ihr Können auf die Probe zu stellen. Diejenigen, die die Prüfung meistern, denen sie sich dort stellen müssen, erlangen das Recht, neue Kräfte für sich zu beanspruchen. Wow, ich kann kaum glauben, dass ich noch nie von der Insel gehört hatte. Wie lange wolltet ihr diese Geheimnisse denn noch für euch behalten, Euer Majestät? Ich habe einfach nur auf den richtigen Moment gewartet, mein Kind. Und in eurem Fall ist dieser Moment jetzt gekommen. Wenn ihr bereit seid, die Insel des Instrukteurs aufzusuchen, dann wendet euch an die Missionsmaklerin. Sie wird euch weiter helfen können. Cool. Informationsmaklerin, hier meinst du. Willkommen, Hauptmann, auf der Suche nach einer interessanten Mission. Wie kann ich heute behilflich sein? Von A nach B. Was hieß eigentlich auf der Mission? Dragobert, willst du also neue Kräfte? Was? Dann komm her und lass dich prüfen. Ich kann dich einen Zauber lehren, der das Kämpfen zum Kinderspiel macht. Komm zur Insel des Instrukteurs, wenn du soweit bist und keine Minute eher. Ja klar. Wir nehmen auf jeden Fall die Aufgabe an, dann wissen wir, was wir im nächsten Part zu tun kriegen. Du lieber Himmel, ich habe keine Mission. Tja, dann musst du wohl noch ein wenig arbeiten. Habe ich unterdessen wieder eine Bandit geschafft? Rosenkrieg habe ich geschafft, okay. Mission, geschaffte Mission. Hier, ich bin Gärtnerin und ein Rudelkobolde, macht mir die Beete kaputt. Ich weiß, du bist damit beschäftigt, die Welt zu retten. Das haben wir eben gemacht. Okay, wir haben 100 von denen eine Lektion erteilt. Also können wir die als geschafft anerkennen. Was kriegen wir dafür? Ne? Was kriegen wir dafür? Ein bisschen Feenwolle. Materialist. Okay. Und was war das für ein Achievement? Ja, jetzt seid ihr gleich live dabei für das Ansammeln von Zutaten vieler verschiedenen Arten. Okay. Gibt noch weitere Missionen? Ja. Schauderhafte Sammlung. Ich habe Dracus besiegt. Dankeschön. Und was kriege ich dafür? Du hast eine Feenglut. Die haben sich irgendwie mit den Feen, Freunde. Naja, egal. Dann müssen wir allerdings noch was anderes tun. Hier ran. Ja, genau, wir haben einen neuen Titel erhalten. Und zwar nicht nur den hier. Hartnäckiger Held. Für das Erreichen von 30 Stunden Spielzeit in einem Abenteuer-Logbuch. Für das Ansammeln von Zutaten vieler verschiedener Arten. Und auch diese Auszeichnung bekommen wir. So, Sonny hat den Titel Materialist. Glückwunsch, hier ist deine Belohnung. Schon wieder eine Mini-Medaille. Tja. So fügt sich langsam einer nach dem anderen. Also, die Aufgaben, ne? Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es dann wieder heißt Dragon Quest Heroes. Seid dabei! Tüdelö!